Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge, ich wollte schon Stunde sagen, waren wir hier oben noch beschäftigt mit der Hauptquest in der Hauptstadt. Jetzt sind wir hier komplett runtergeritten und sind jetzt hier am Aschberg. Und da müssen wir mit Garün Induril reden. Freut mich, euch hier zu sehen, Soldatin. Wir brauchen jegliche Hilfe, die wir bekommen können. Euer Vater hat mich zu euch geschickt. Und ich bin froh, dass er es getan hat. Balred scheint nicht ohne Gegenwehr in seinen Käfig zurückzuwollen. Vater war sich sicher, dass Balred der einzige Weg war, die Bündnisarmee zu besiegen. Aber wie es scheint, war er ein wenig voreilig mit seinen Entscheidungen. Was meint ihr? Das Ritual, das mir Vater gab, um Balred wieder zu bannen, zeigt keine Wirkung. Irgendetwas stimmt nicht. Daedra strömen aus dem Vulkan hervor und ich mache mir Sorgen um die umliegenden Siedlungen. Wir brauchen Antworten. Und wir brauchen sie schnell. Was soll ich für euch tun? Die beste Idee dürfte sein, direkt zur Quelle zu gehen. Zu jenen Magiern, die Balred das erste Mal banden. Einige von ihnen sind in der Nekropole im Süden begraben. Jenem Ort, den man Otrenis nennt. Ich habe Onuja, einen Späher, losgeschickt, damit er herausfindet, was wir wissen müssen. Geht dorthin und helft ihm. Ich mache mich an die Arbeit. So, der ist hinter mir. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, da mache ich dann doch wieder an, damit ich dann sehen kann. Oder besser gesagt, besser sehen kann, wenn mich was angreift. Ah, das sind die hier unten. Ihr habt mich erschreckt. Puh. Spielt ihr mir etwa einen Streich? Trockenhaut? Garün hat mich geschickt. Wie kann ich helfen? Oh, dann ist es ja gut. Schön, mal eine freundliche Schnauze zu sehen. Hallo? Das ist mir viel lieber als all die toten Gesichter in letzter Zeit. Wie kommt es nur, dass Elfen, wenn sie gestorben sind, nicht unter der Erde bleiben können? Nur ein paar alte Runen lesen, hat er gesagt. Er hat nicht erwähnt, wie umtriebig die Toten hier sein würden. Wie kann ich euch helfen? Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Genau. Eure Antwort liegt mit Marvos Silurit begraben. Er hat vor langer Zeit die Brüder des Zwists gebunden. Wir brauchen sein Wissen. Aber ein Hochwohlgeborener wie er könnte schwierig sein. Wir bringen mir Marvus dazu, zu kooperieren. Oh, man kann von einem Hochwohlgeborenen nichts verlangen. Ihr müsst ihm schmeicheln. Wenn wir respektvoll genug sind, wird er vielleicht erscheinen. Meine Schriftrollen sprechen von je einem Schrein auf der östlichen und westlichen Anhöhe. Ehrt ihn an beiden. Dann trefft mich im Zentrum von Otrenis. Das werde ich tun. Geht. Und denkt daran. Versucht demütig zu klingen, wenn ihr Marvos Namen beschwört. Wenn ihr mich in der Mitte von Otrenis trefft, haltet euch bereit. Es gibt dort noch mehr zu erledigen. Wie erlernte Marvos Balred zu binden? Marvos stammt aus uralten Zeiten. Und daher wusste er auch um uralte Geheimnisse. Was sonst? Er half, diese gefährliche Waffe zu binden. Doch er starb vor langer, langer Zeit. Warum wurde Balred gebunden? Während der ersten Ära waren die Chimer im Kampf gegen ihre Feinde so verzweifelt, dass sie die Brüder des Zwists erschufen. Seht euch an, was er an nur einem Tag angerichtet hat. Meine Schuppen verdorren schon, wenn ich nur an diese Hitze denke. Wer kann ihn nur befreit haben? Ja, das weiß ich nicht. gut, wir müssen auf jeden Fall... Nee, wir müssen nicht hier hoch, ne? Moment. Wir müssen da hoch. Da können wir nämlich auch so hochgehen.
So. Einmal am Schrein beten und weiter geht's. Wenn du den nicht mitnimmst, dann nehme ich den mit. Ich habe Zeit genug. Also Zeit genug ist relativ, ne? Aber... ich habe auf jeden Fall genug Zeit, um da mal kurz einen Blumenstern zu nehmen. So, hallo. Darf ich das jetzt auch mal machen? Okay. Aha. Wo ist er? Hier in der Mitte, glaube ich, war der, ne? Irgendwo? Da. Bei meinem Ei. Ihr habt mich erschreckt. Bitte lasst das. Wart ihr sehr demütig, als ihr um die Ehre von Mavos Gegenwart gebeten habt? Nö. Was ist der nächste Schritt, Onuya? Es wird Zeit. Ehrt Mavos an dieser Feuerschale in der Mitte von Otrenis. Übrigens gieren die Toten nach eurem Blut, weil ihr es gewagt habt, einen Hochgeborenen zu stören. Ich werde hier drüben warten, bis ihr fertig seid. Ja, das heißt dann wohl so viel wie... darf ich jetzt auch mal beten hier? Ja, anscheinend nicht. Wer stört meine Ruhe? Hallo? Kommt nicht. Bei euch sieht das so einfach aus. Ne? Zumindest das, was ich sah, wenn ich mich mal nicht versteckt oder wie ein Schlüpfling gejammert habe. Oh Gott. Ich weiß, ich bin nicht mutig. Aber habt ihr seine Stimme gehört? Mavos ist zurückgekehrt. Großartig. Wo kann ich ihn finden? Er ist wichtig. Also bekommt er auch das wichtig erscheinende Grabmal. Es ist die größte Krypta in der Nekropole. Ich werde meine Notizen zusammensuchen. Wartet nicht auf mich. Aha. So, so. Hi. Ihr seid also der Guan, der mich auferstehen ließ. Euer Anliegen sollte lieber unfassbar wichtig sein, denn sonst werde ich eurer fleischlichen Hülle Unaussprechliches antun. Balret, der Bruder des Zwists, verwüstet Steinfälle. Das ist es? Ich war der größte Magier meiner Zeit und ihr erweckt mich wegen etwas, das man auch in einem Buch nachlesen könnte? Es ist lächerlich, aber ich sehe schon, ich muss meinem Volk erneut zu Hilfe kommen. Die Grabwürmer werden noch eine Weile auf euch warten müssen. Ich wusste, dass Skelette nicht ausreichen. Ich hätte einige Dädra beschwören sollen, um diesen Ort zu beschützen. Oder einen Feueradronachen. Das wäre gut gewesen. Könnt ihr mich lernen, wie man Balret bindet? Ich habe es vergessen. Seht mich nicht so an, warum ich bin tot. Einzelheiten verblassen mit der Zeit. Wenn ihr es erfahren wollt, werde ich eine Vision der Vergangenheit beschwören. Dann werdet ihr es schon sehen. Was kann ich für euch tun? Ritualgegenstände. Ein Schädel und eine Kerze. Falls sie nicht von Grabräubern gestohlen wurden, solltet ihr sie in den Gruften im Osten und im Westen finden. Jede von ihnen ist durch ein Rätsel geschützt. Und nein, ich erinnere mich nicht an die Lösung. Viel Glück dabei. Na toll, der Kerl ist so nutzlos wie sonst was. Ich werde das Rätsel lösen und die Gegenstände besorgen. Ich kann das Ritual nicht ohne diese Gegenstände durchführen. Ich habe nicht einmal Hände, um sie zu greifen. Das ist ärgerlich. Östliche und westliche Grabmäler, Kerze und Schädel. Und was auch immer ihr tut, tut... nichts. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht wirklich. Warum sind die Kerze und der Schädel so wichtig? Es sind sehr persönliche Ritualgegenstände. Ich habe 2 Wochen lang geschuftet, um diese Kerze aus Quamafet herzustellen.
Und der Schädel gehörte meinem Lieblingslehrling. Warum? Weil ich es gesagt habe. Könntet ihr mir nicht einfach sagen, wie ihr Balret gebunden habt? Ja, könnte ich, wenn ich mich nur erinnern würde. Erinnerungen bringen nicht mehr viel, wenn man tot ist. Belästigt mich nicht mit Fragen, warum. Ich vergesse schon wieder, warum ich mich um die Lebenden scheren sollte. Ja, das verstehe ich aber auch irgendwie, weil so eine blöde Frage zu stellen, obwohl er es ja gerade erst erklärt hat. Aber ja, was soll's? Ich meine, ich muss es ja vorlesen. Deswegen nehmen wir das hier mal eben. Ach, da war was, genau. Ich weiß nur nicht mehr genau. Ach so, doch, das war's. Moment. Da hinten ist es blau, ne? Grün, blau, grün. Oder gelb, ich weiß nicht, was das sein soll. Gelb wahrscheinlich eher, ne? Okay. Hallo? Jetzt habe ich alles rot, und nun? Kann ich die Truhe immer noch nicht öffnen? Warum nicht? Und wie setze ich das Ganze jetzt wieder zurück? Das ist jetzt auch noch die Frage. Ach so! Ach! Okay, okay, ich habe verstanden. Ja, okay. Man soll gar nicht in den Farben drücken, sondern man soll die drücken, damit die Farben oben haben. Ja. Ist in Ordnung. Gut, dann gehen wir zur anderen Seite. Ich glaube, da war das gleiche Rätsel, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, genau. Das ist dann rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Rot. Gelb. Blau. Hallo. Wäre schön, wenn du sie auch öffnest. Sprecht mit Marvos. Der ist auf der rechten Seite. Wo ist er denn hier? Achso, nee. Das war ein Gegner. Da oben. Ah, ihr habt den Schädel und die Kerze. Jupp. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ihr könnt kleine Gegenstände sammeln. Schön für euch. Ne? Tretet jetzt zurück, während ich das Ritual vollziehe. Und wenn ihr scheitert? Ihr zweifelt an meinen Fähigkeiten? Falls es euch ein Trost ist, eure Überreste werden nicht schwer zu säubern sein. Ich hingegen bin bereits ein Geist, sodass es für mich kaum eine Rolle spielt. Wohlan, ich bin bereit. Gut für euch. Macht euch bereit. So, das war, glaube ich, das, was ich im Kopf hatte die ganze Zeit. Aber ich dachte eigentlich, das wäre unten auf der Ebene. Balret ist zu stark. Überall Portale. Wir werden sterben. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Kümmert euch nicht darum. Was ist los? Wir versuchen, Balret zu bändigen. Doch es öffnen sich immer wieder dädrische Portale. All jene, die Balret überlebt haben, werden von den verfluchten Skampen niedergemacht. Wie können wir die Portale schließen? Nehmt, was in diesem Beutel ist, und werft es in die Portale. Das wäre meine Aufgabe gewesen, doch mein nahender Tod hindert mich daran. Sucht danach Magistra Enusa auf. Sie sollte nördlich von hier zu finden sein. Okay, mache ich. Jetzt muss ich nur erstmal gucken hier. Aha. Nee, das ist hier. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Hey, was war das denn gerade? Warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Beziehungsweise so zurückgestoßen worden. Hallo, kann man hier auch mal normal reiten? Guten Tag. Endzeit.
Ja, ich weiß, den habe ich jetzt getriggert. Zieh den doch einfach weg. Komm, Basti. Zieh den doch einfach mal weg. Geht das denn heute noch? So. Nördliches Portal. Das ist die Frage. Moment, Tür. Kommen wir da hier hoch? Ui, ja, komm wir. Au. Nee, das war der falsche Weg. Ich glaube, das war Basti, der mir gerade entgegenkam. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Da ist er. Ihr seid nicht mein Akolyt. Wo kommt ihr her? Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich habe die Portale geschlossen. Sehr mutig, Akolyt. Jetzt hört zu. Marvus kann nicht länger durchhalten. Er kontrolliert zwei mächtige Wächter-Atronachen. Sie sollten in der Lage sein, selbst Balred festzuhalten. Zornesglut und Flammenglut. Geht zu den Feuerschalen. Beschwört sie und bringt diesen Tag zu Ende. Mach ich. So, Flammenquell. Folge mir. Da musste man erstmal so lange warten, oder? Abgeschlossen. Ah, jetzt. Noch ein Flammenquell. Und jetzt bindet ihn. Muss ich vorher mit ihm reden? Nö, ich kann jetzt schon mit ihm reden. Okay. Ausgezeichnet! Die Wächter sind hier! Zeit, diese Kreatur zu binden! Was kann ich tun? Berührt den Altar! Balreds Kraft fließt in die Wächter. Er sollte gebunden sein, oder er könnte explodieren. Seid in jedem Fall auf alles vorbereitet. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, kommen wir woanders hin, oder? Oder war der das nicht? Ah, ne. Okay. Also das ist passiert. Ich erinnere mich an viele sterbende Magier. Und da war auch irgendwas mit einem Schildzauber. Die Kräfte verließen mich, als ich ihn aufrecht erhielt. Dann war da ein helles Licht. Danach ist alles verschwommen. Balreds Macht wurde in zwei magisch hergestellten Wächtern eingeschlossen. Ja, im Hier und Jetzt müssen die Wächter zerbrochen oder zerstört worden sein. Dann ist es einfach. Repariert die Wächter und sie werden Balreds Macht wieder an sich ziehen. Danach könnt ihr Balred binden oder töten. Und wir erhalten die schweren Beine von Schröterpanzer. Ja, da unten ist jetzt... Ach da, ich wollte gerade sagen, schnell, versteckt er sich hier. Ihr müsst euch beeilen. Es ist wahr. Ich habe hier gekauert, aber ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ihr überlebt. Habt ihr herausgefunden, wie man Balred binden kann? Ja, ich bin bereit. Was nun? Aschberg. Geht Richtung Norden zum Berghang. Garün Induril hat dort Truppen hingeschickt, um Balred zu erledigen. Sie müssten noch dort sein, falls Balred sie nicht alle getötet hat. Ich möchte das nicht herausfinden. Ich werde Garün finden und ihm erzählen, was ich erfahren habe. Ja, und damit haben wir die Quest zum Aschberg erhalten. Ich würde sagen, wenn ich mich richtig erinnere, dauert das, was jetzt kommt, danach nämlich auch nochmal eine ganze Weile. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.